Heute geht es um mehr Kraft und Stabilität. Drei Übungen zeige ich dir jetzt gleich für etwas, was wir alle brauchen. Mehr Kräftigung und Stabilität in unserem ganzen Körper, in unserem Oberkörper, in unseren Beinen, in unserer Core Stability. Folge mir und such dir vielleicht zu Hause ein Fensterbrett oder so etwas auf halber Höhe, wo du dich abstützen kannst. Du bringst die Beine nach hinten. Wichtig ist jetzt, dass das Gesäß hier nicht zu weit oben ist und dass du dich nicht durchhängen lässt, sondern hier schön eine Linie bildest, eine stabile. So, also das Wichtige ist, dass du hier mit den Ellbogen nicht nach außen kommst. Wir wollen die Ellbogen am Körper lassen und du musst auch gar nicht so weit nach vorne kommen. Wichtig ist, dass du das ein paar Mal wiederholst, so 5, 6 Wiederholungen wären toll, vielleicht schaffst du sogar mehr. Und das brauchen wir hier für die Kraft im Oberkörper, beziehungsweise in der Brustmuskulatur, in den Armen und in den Schultern. Nun für die zweite Übung. Legst du dich am Bauch ab. Kommst mit den Armen nach vorne. Hebst den Kopf an und den rechten Arm. Wichtig ist jetzt nicht so nach oben reißen, fest nach oben kommen, sondern mehr so die Hand nach vorne ziehen, kurz halten, wieder ablegen. Andere Seite, linken Arm heben, mit dem Einatmen am besten nicht zu weit nach oben kommen, ablegen. Rechten Arm, ablegen. Links, ablegen. Jetzt nehmen wir das Bein mit. Wenn du den rechten Arm hebst, hebst du das linke Bein ab, nicht zu weit nach oben. Ausatmen, lösen. Linken Arm, rechtes Bein. Lösen. Und das machst du diagonal abwechselnd. Und du siehst, die Bewegungen bei mir sind relativ langsam, kontrolliert, keine maximalen Endpositionen. Pro Seite 6 bis 8 Wiederholungen. Gut. Nun kommen wir zum Stehen. Du öffnest deine Füße in etwa hüftbreit, beugst die Knie, bringst die Hände auf die Oberschenkel. Schaust kurz nach unten, dass die Knie nicht nach innen oder nach außen gehen. Füße, Knie, Hüfte ungefähr in einer Linie. Oberkörper ist aufrecht. Nun streckst du die Arme nach oben, Brustbein heben, Kopf leicht heben, Hände wieder zurück auf die Oberschenkel bringen. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, wieder Hände auf die Oberschenkel. Nicht mit den Knien abweichen. Strecken. Lösen. Strecken. 8 bis 12 Wiederholungen insgesamt für mehr Kraft in deinen Beinen und auch im Oberkörper. Wenn du diese drei Übungen regelmäßig machst, 4 bis 5 Mal die Woche, ist ein Aufwand von 5, maximal 10 Minuten, dann wirst du relativ schnell einen deutlichen Unterschied spüren. Mehr Kraft und Stabilität im ganzen Körper. Schreib mir doch in die Kommentare, wie es dir bei diesen Übungen gegangen ist und ob du noch Potenzial in der Kräftigung hast.